Bei mir hat damals nach der Fahrprüfung der Fahrlehrer gesagt, zu ihrer eigenen Sicherheit, Frau Kalle, würde ich Ihnen raten, noch mal ein paar Fahrstunden zu nehmen. Sie haben zwar bestanden, aber nehmen Sie lieber noch mal ein paar Fahrstunden. Ich bin dafür einfach zweimal durch die praktische Prüfung geflogen. Autsch. Ich habe tatsächlich in Teheran, im Iran, mal fahren gelernt. Echt? Ja, weil meine Eltern damals dachten, wenn du hier Auto fahren kannst, dann kannst du es in Deutschland erst recht, weil da fahren die ja wirklich wie die Kassen. Wie die Bekloppten, ne? Wie die, also da gibt es kein, ich blink mal und wechsel die Spur. Da gibt es gar keine Spur. Die fahren alle so, wie sie wollen, dann hupst du einmal, dann sagst du, Entschuldigung, muss ich hier kurz rechts fahren. So, Entschuldigung, ja. Also, so. Sie so. Okay. Teheran, wie fandest du es? Das muss ja unglaublich schön sein, ne? Es ist eine Hassliebe, ich sage es dir so. Es ist eine wunderschöne Stadt im Sinne von, du fährst durch diese Großstadt, vor dir sind die Berge, es ist auch meine Heimat, weißt du, es ist, ich fühle mich da irgendwo auch zu Hause. Andererseits ist die so energieraubend, diese Stadt. Inwiefern? Weil du 13 Millionen Einwohner hast, auf einer Fläche, die kleiner ist als Berlin, glaube ich. Ah ja, ist rot. Auf einer Fläche, die, glaube ich, kleiner ist als Berlin und die natürlich auch alle Auto fahren müssen. Ja? Und das ist halt super anstrengend. Also eine Strecke, die normalerweise vielleicht 15 Minuten dauert. Eine Strecke, wie wir die jetzt fahren, ja? Hier vom Osten in den Westen, würdest du im Iran safe 2-3 Stunden brauchen. Krass. Also musst dir so vorstellen, in Teheran ist das so ein bisschen so. Es gibt die Straßen, die weiter oben sind. Die dann auch tatsächlich gesellschaftlich weiter oben angesiedelt sind. Wo eben wo du die schickeren Autos siehst, wo du auch mal Porsche, wo du, weißt du, nur Porsche, Mercedes, sowas siehst. Ja. Wo dann auch die Frauen, sag ich mal, leichter bekleidet sind. Also europäischer. Ja. Europäischer. Mhm. Und umso weiter du runtergehst und auch gesellschaftlich weiter runtergehst, hast du dann halt auch komplett schwarz und Kopftuch und eng. Ansonsten ist es teilweise echt im Iran, also du läufst durch Teheran und die sind halt alle sehr überschminkt und es ist alles operiert und es ist Wahnsinn, oder? Ja. Dieser Gegensatz. Ah, das ist schon verrückt. Gab es einen Moment bei dir, wo du gesagt hast, so wow, das geht mir zu sehr an die Nieren, das ist mir zu krass, da muss ich raus? Ich hatte einmal eine Situation mit meiner Tante, ein Auto, die hatte irgendwie Kreislaufprobleme, ist umgekippt. Wir sind mit ihr ins Krankenhaus gefahren und weil Männer die Frau nicht anfassen dürfen, hat ihr erstmal keiner geholfen im Krankenhaus. Nicht dein Ernst. Das war halt echt schwierig, weißt du? Also ich habe davon gelesen, aber... Wo ich mir dann dachte, so, wir mussten sie selber auf so eine Tragefläche bringen und so und das dann alles. Das war alles für mich so unverständlich in dem Moment. Ich dachte, Wahnsinn. Warum? Das hat sich dann alles geklärt, als sie dann drin war und so. Ne? Aber in dem Moment dachte ich, okay, wow, das ist schon krass. Willkommen auf meinem Arbeitsplatz. Ich bin hier einmal die Woche. Bei JamFM? Bei JamFM. Habe hier einmal die Woche meine eigene Sendung, die heißt die Melissa Carly Show. Ja. Einmal die Woche komme ich hier hin und habe einen Gast und mache ganz verrückte, tolle Sachen mit denen. Und mache quasi eigentlich genau das, was du gerade mit mir machst die ganze Zeit. Wir haben gerade im Auto schon drüber gesprochen. Ich finde es total krass. Du hast mir gesagt, die Sendung geht 2 Stunden am Stück. Ne? Mhm. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Also schwierig im Sinne von A, du bist live. Ja. B, du musst währenddessen auch gleichzeitig hier noch auf den ganzen Knöpfen rumdrücken. Und ich habe dir gesagt, ich bin nicht multitasking-fähig. Das kannst du dir vorstellen, wie lange das bei mir gedauert hat, um das zu lernen. Hier reden, da drücken, hier noch was irgendwie reinspielen. Also ich stelle mir das krass komplex vor. Hat gedauert, bis ich da irgendwie so ein bisschen reinkam, ja. Aber umso schöner ist es jetzt. Also wenn du da quasi selber her bist über, wann spiele ich die Musik ein, wann kommt das hier, du bist so ein bisschen Dirigent und Moderator in einem. Das ist ganz voll cool. Schön, super. Voll. Und du hast ja auch mega das Cockpit hier auch, ne? Voll, da gibt es viele Knöpfe. Geil. Ich habe immer noch Angst, ab und zu was Falsches zu drücken. Was würde denn passieren? Würdest du dann einfach plötzlich den Wetterbericht einspielen? Ich würde die Welt komplett vernichten mit einem Knopf. Es ist ja auch nicht so, dass ich 2 Stunden am Stück lang quatsche. Ne? Kannst du mal zwischendurch mit Musik reinspielen? Genau, muss ich auch. Ne? Mhm. Also der Radiohörer hat ja jetzt irgendwie auch keinen Bock, irgendwie 2 Stunden am Stück mein Gelaber da zu hören. Sonst kann er sich auch einen Podcast anhören. Sondern es ist tatsächlich, also es ist, ich würde nicht mal sagen 50-50, es ist sehr viel Musik, aber es ist in meiner Sendung eben nochmal anders, als wenn du normal Radio hörst. Ne? Und was immer ganz schön ist, ist, dass die Fans meiner Gäste auch ihre Fragen stellen können. Ach, geil.
Genau, wir haben dann noch so ein extra Telefon, dann haben wir so eine WhatsApp-Nummer. Ein Live-Chat irgendwie, ne? Genau, da kann man eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken, so wie du das auch mit deinen Freunden machst. Und dann spiele ich die quasi live im Radio. Ach, geil. Und dann wird die direkt beantwortet von dem... Da sind wir wieder beim Interaktionsmedium, ne? Ja. Aber das voll ist gut. Das und wie ja entspannt, mitziehen. Wir sind jetzt hier gerade reingelaufen. Mhm. Die Redaktion ist leer. Ja, ja, das ist ganz du kommst cool. hier alleine rein, machst einfach deine Sendung, triffst hier deine Leute. Heute mhm. Abend kommt McFitty vorbei. MC Fitty, genau. MC Fitty, ich sag immer McFitty. Ich habe angefangen, wirklich auch, es ist hauptsächlich ganz viel mit so Bloggern und Influencern. Echt, ja? Genau, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall auch... Wie hat sich das bewahrheitet? Ganz gut, ehrlich ja? gesagt. Ja, weil man dann denkt ja immer, okay, die können halt nicht reden, aber es stimmt halt auch gar nicht. Ne? Das sind halt irgendwie die ich mir ausgesucht habe bis jetzt. Oh. Also war noch immer wirklich, wen hattest du da? Auch verschiedenste von Blogger Bazaar, Riccardo ja, okay. Simonetti, solche Menschen, die dann auch also wirklich. Und man auch muss ja auch dazu sagen, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber die bringen natürlich auch ein bisschen Werbung auch für die Sendung mit. Natürlich, total. Also um das jetzt einfach mal so. Es ist eine Win-Win-Situation, ja. weil die sind natürlich, irgendwie haben die ein weiteres Medium, wo sie sich mhm. zeigen können. Radio ist jetzt auch nicht wirklich so das Medium, wo sie so zu Hause sind, glaube ich. Das ist auch immer ganz schön zu sehen, weil die ja den ganzen Tag halt so rumlaufen, ne? mhm. und da halt super sind mhm. und auch voll vertraut und dann sitzen sie hier und sind so... Wow, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. So, Radio ist halt, ne? Weil sie dann halt face to face tatsächlich mit jemandem reden und es ist total. Nicht das eigene Face. Ja, und man hört ja. nur die Stimme und sie können halt keine Filter, keine Special Effects. Ja. Es geht halt wirklich nur um das, was du da sagst in dem Moment. Was ich ja schön. Total schön finde, ne? Und ja. überhaupt das gesprochene Wort ist irgendwie spannend. Ich finde, gerade diese Influencer-Blogger-Situation ja. verändert sich ja auch gerade wieder so ein total, bisschen. Total, ne? finde ich auch. Geht jetzt immer mehr wieder um Inhalt und so und nicht mehr so. Sie versuchen es auf jeden Fall, ne? Ja, definitiv. Also klappt bei manchen ganz gut, glaube ich. Es gibt bei manchen, gibt natürlich immer noch die große Masse an Influencern, Instagrammern, wo du halt inzwischen denkst, okay gut, ich habe halt keinen Bock, irgendwie noch ein Avocado-Brötchen zu sehen. Oder so. Gibt es halt auch noch, ne? Also die schwimmen das, auch noch mit. Ja, aber davon kommen wir gerade voll weg, finde ich. Also ich es gibt auch. Immer mehr nach Inhalt, Kunst, Kultur geht immer mehr so in diese Richtung. Das finde ich auch. Ich glaube, es ist aber auch noch ein Weg dahin, aber es geht tatsächlich so ein bisschen weg vom Avocado-Brötchen, was mich persönlich tatsächlich irgendwann sehr genervt hat. Und alle sahen gleich aus. Ich finde das, dieses Medium jetzt, wo man eben es ist nicht handfester. Ich finde es schön. Es ist persönlich, es ist schön. Total. Ich finde das irgendwie, wir haben jetzt auch gerade im Auto drüber gesprochen, ich finde, es ist halt was ganz Persönliches und was, was sehr, sehr nah ist. Mhm. Also eine Stimme ist ja etwas, was sehr nah auch an den Menschen ja. rangeht. Ne? Und wo es eben nicht darum geht, wie sieht die Person aus. Ja. Und man kann eben auch sehr viel weniger... schnell abgestempelt werden. Total. Insofern finde ich das sehr cool. Und beneide dich ein bisschen um diesen Job. Ich finde es echt geil. Das macht auch wirklich Spaß. Also es ist auch entspannt. Also ich habe auch immer das Gefühl, ich gehe da auch nochmal ganz anders auf. Ne? Also, und es ist auch eine andere Art von Moderation. Das musste ich auch erstmal lernen. Es ist viel schneller, du musst kompakter sein. Ich bin ja sonst eher jemand, so, und wie ihr gemerkt habt, ich komme eigentlich selten auf den Punkt. Also ich bin mehr so der Schwafler. Willkommen in meiner Welt. Ja, und ne, und hier, da, dort. Und hier das ist eine halt, gute Übung, ne? Voll, du hast halt hier wirklich so das 1:30 oder du hast jetzt genau 10 Sekunden, um den nächsten Song anzumoderieren. So, mach das mal. Das ist halt auch ein bisschen schön. Sehr, sehr schön. Ja. Melissa, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für dieses sehr, sehr schöne, facettenreiche Interview. Ich bedanke mich bei dir. Thank you. Tschüss, meine Liebe. Ich danke dir. Ja. Schön war's. Wir gehen bald wieder zu dem Franzosen. Bitte. Ne?